Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Mega Chicken Squad und heute darf ich euch diese wunderschöne VFC Avalon CQB vorstellen. Wie es war, dieses Teil zu spielen und was das Teil so kann, seht ihr jetzt im Review. Viel Spaß! Links bei dem Holzposten. Hip. Dann kommen wir jetzt zu den allgemeinen Fakten über diese Airsoft. Mit einem ausgefahrenen Stock weist diese Airsoft eine Länge von 72 cm auf, mit eingefahrenen Stock sind es 68 cm. Also ziemlich kurz und daher CQB geeignet. Naja, wen wundert, heißt er auch CQB. Es gibt eine optisch veränderte Version und zwar heißt diese Leopard. Die hat vorne am Handguard quasi einen Leopardenkopf und hat ein bisschen einen anderen Stock. Könnt ihr euch mal angucken, bei Vegade gibt es die eben im Shop auch zu kaufen. Dann gibt es noch diese hier in einer anderen Farbe, nämlich eben hier, wie wir sie hier haben, in Tan. Und dann gibt es die noch in Schwarz. Wiegen tut sie ca. 2,4 Kilogramm laut Bugatti und wird mit etwa 1,3 Joule angegeben. Ausgeliefert wird sie mit einem DNT-Stecker und dem Bugatti EFCS Core-System. Im Lieferumfang enthalten ist zum einen die Airsoft selber, ist ja logisch. Wichtig zu erwähnen, das Holosight wie auch der Vordergriff sind nicht im Lieferumfang enthalten. Das gehört unserem Mitglied, welches uns freundlicherweise die Airsoft zur Verfügung gestellt hat. Dann auch dieses 120 Schuss MidCat Magazin, eben von VFC. Und dieser VFC Waffenkoffer, in dem auch die Airsoft selber angeliefert wird. Wichtig zu erwähnen, der Sticker oben drauf von UMCS ist natürlich nicht mit dabei. Oh, schade. Da diese Airsoft eine CQB Airsoft ist, welche auch vom Hersteller so deklariert wird, haben wir hier einen ziemlich kurzen Lauf verbaut, nämlich einen Lauf mit einer Länge von 247 mm, welcher einen Innendurchmesser von 6,03 mm aufweist und aus Messing gefertigt wurde. Der Lauf ist auch sehr sinnvoll in der Airsoft, eben aufgrund der Kürze und der CQB-Fähigkeit. Das Hop-Up hat mehrere Stufen, ist also nicht stufenlos einstellbar, ist recht angenehm mit diesen mehreren kleinen Stufen, einfach mit diesen Punkten, wo es einhakt, sehr praktisch, sehr angenehm einzustellen. Das macht das Ganze wirklich sehr einfach. In der Gearbox befindet sich ein Nozzle, welches aus Kunststoff gefertigt wurde und einen O-Ring hat. Der Zylinderhead, aus Kunststoff gefertigt und hat einen O-Ring. Der Piston, größtenteils aus Kunststoff, nur die letzten 7 Zähne sind Stahlzähne. Ist auch gut so für die Haltbarkeit vom Piston. Der Pistonhead selber ist aus Aluminium gefertigt und hat auch einen O-Ring. Die Gears sind, was man von diesem Modell eben aus dieser Preisklasse erwarten kann, aus Stahl gefertigt. MOSFETs haben wir auch verbaut, eben wie am Anfang schon gesagt, das Bugatti Core EFCS System. Und ja, wir haben auch ein Federschnellwerkssystem verbaut. Dazu muss man aber entweder die Gearbox demontieren oder hinten eben den Stock komplett abbauen. Dann kommt man da hinten schön an die Schraube ran und dann können wir da die Feder austauschen. Schön ist relativ. Ja, aber man kann's. Naja, was soll ich sagen? VFC hat hier wirklich gute Arbeit geleistet, oder eigentlich heißen sie ja Vegaforce Company, das möchte ich mal ganz kurz hier erwähnen. Ich möchte mal ganz kurz damit flexen, dass ich es weiß. Verarbeitet ist dieses Teil einfach so super gut, man kann sich überhaupt nicht beschweren und vor allem, es ist einfach absolut stimmig. Hinten der Stock auch, der hat zwar ein bisschen Spiel, okay, aber er schaut so optisch mega gut aus. Das ist nicht so ein Standardstock, wie man sie kennt von allen anderen Airsofts. Nee, das ist einfach was Besonderes, macht optisch verdammt viel her. Auch die Farbe hier, wirklich geil. Der Lack, das Finish, mega. Das Einzige, was wir jetzt gefunden haben, hier was ein bisschen stört, die Rail ist hier ein bisschen scharfkantig, da hätten sie ein bisschen entgraten können. Das ist sehr grob gearbeitet, sage ich mal.
Und auch hier der Feuerwehrhebel wackelt ein bisschen. Und zwar hier drüben, wichtig zu erwähnen, das Teil ist nämlich für links und rechts Hände bedienbar. Da kommen wir aber später dazu. Aber hier wackelt eben der Feuerwehrhebel ein bisschen. Und das ist ein bisschen belastend, das nervt irgendwie. Noch ein kleiner positiver Punkt, auch rein optisch. Der Amplifier, der macht einen geilen Sound und sieht optisch auch noch hammergut aus. Sie kriegt von uns 9 von 10 Punkte. So, fangen wir mit dem Feuerwehrhebel an. Der ist auf 3 Stufen einstellbar. Anfang tut es mit Safe, Semi und dann Auto. Automatik ist bei der Airsoft sowieso nicht möglich. Geht eh nur eins auf Feuer. Wir leben hier in Deutschland und sie hat über 0,5 Joule. Der Stock hinten lässt sich mit 5 Stufen einstellen. Einfach den Hebel reindrücken und so rausziehen. Wenn wir eben hier hinten sind. Sehr praktisch. Dann haben wir hier oben eben die Flip-Sides, der ist schon mal hochgeklappt. Kimme ist fest, Korn ist fest. Die Kimme lässt sich hier eben einstellen, weiter nach links, weiter nach rechts, über dieses kleine Rädchen hier, auch sehr angenehm. Dann haben wir hier eben, habe ich vergessen zu erwähnen, beidseitig den Feuerwehrhebel. Hier haben wir Mac-Release, sowohl von rechts zu betätigen, auch links zu betätigen, sprich absolut für Links- und Rechtshänder geeignet, da ist niemand im Nachteil. Kommen wir jetzt mal zum Hop-Up. Dieses ist wirklich mit mehreren Stufen einstellbar, habe ich ja schon gesagt, sehr praktisch, aber Nachteil an der ganzen Konstruktion hier ist, es hat ein sehr kleines Rädchen, das befindet sich hier drin und da kommt man mit Handschuhen quasi gar nicht ran. Sprich, ihr müsst immer die Handschuhe ausziehen und dann müsst ihr nachrudern. Bisschen blöd, aber ist auch wirklich der einzige Kritikpunkt, den man hier an der Stelle äußern kann. Der Abzugsweg ist übrigens auch sehr gering und das finden wir eigentlich wirklich tatsächlich ziemlich gut. Also wir finden diesen Abzugsweg Bombe. Deswegen kriegt sie auch 9 Punkte. Das Wichtigste am Spieltag sind Akkus und Magazine. Ich zeige euch jetzt mal am Anfang gleich mal ein paar Magazine, welche gut sitzen, welche feeden und was ihr nicht so nehmen solltet. Ganz am Anfang natürlich das eigene vom Hersteller. Man steckt es rein, es feedet wunderbar, alles kein Problem. Nur ein bisschen Spiel hat es, vielleicht sieht man es so, aber ist jetzt nicht so schlimm, hält sich definitiv an Grenzen. Damit kann man leben. Hier haben wir auch ein Crytek Magazin noch. Das sitzt auch gut, feedet gut. Wackelt halt, aber bei weitem nicht so stark, finde ich, wie das VFC Magazin. Dann mein optisches Highlight, das muss ich jetzt hier unbedingt einbringen, ein Bugatti Waffelmagazin mit Cap. Es sieht einfach nicht nur geil aus, sondern es feedet auch wunderbar und hat bei weitem nicht so viel Spiel wie die anderen beiden Magazine. Jetzt kommen wir mal zu dem Problemmagazin, sage ich mal. Dieses G&G Magazin hier feedet zwar prinzipiell auch, hat aber einen Nachteil, es geht nur sehr streng rein. Und lösen tut sich auch noch sehr, sehr schwer. Hier Lonex Midcap Magazin. Bei manchen Modellen geht es interessanterweise besser, bei anderen weniger. Es feedet auf jeden Fall auch, wenn es mal reinpasst und wenn es mal wieder rausgeht. Das hier ist ein G&G Midcap Magazin. Es geht natürlich noch strenger wie alle anderen. Also wir kriegen es. Es geht nicht rein. Es geht gar nicht rein. Es geht gar nicht rein. Ich dachte, es geht vielleicht zumindest ein bisschen rein, aber nein, es geht überhaupt nicht rein. Sprich, lass die Finger vielleicht von G&G Magazin hier in der VFC und greif vielleicht lieber zu einem Bugatti Magazin zum Beispiel. Hier haben wir noch ein Battle-X High-Cap Magazin. Das hat auch wunderbar gefeedet. Es wackelt zwar wie Sau, aber ich meine, es sitzt und es feedet, was will man mehr? Und man kriegt es wieder raus. Kann man sich, denke ich mal, nicht beschweren. Ihr habt definitiv mehr als genug Auswahl in der Hinsicht. Aber sind wir ehrlich, was bringen euch Magazine, wenn ihr das Teil nicht betreiben könnt, weil ihr keinen Akku drin habt? Kommen wir mal zu den Akkus. Sehr relevant. Wir haben hier hinten ein doch relativ großes Akkufach. Ihr könnt es hier auf der Seite mit so Clips öffnen. Tada, dann ist es offen. Und man sieht, man hat hier so ein Loch, da passt ein Single-Stick rein. Kein Problem. Aber VFC denkt sich so, wir sind nicht dumm, wir machen es ganz geschickt. Dann könnt ihr hier so Kappen abziehen. Und dann könnt ihr hier quasi ganz bequem den Triple Stick reinstecken. Somit seid ihr da akkutechnisch sehr flexibel meiner Meinung nach. Klar geht's besser, aber ich denke mal im Großen und Ganzen kann man sich da nicht beschweren. Es ist zwar ein bisschen eine Bastelei und eine kleine Spielerei, was sie da gemacht haben, aber ich meine, es funktioniert und was möchte man mehr? Das sind 9 Punkte, ganz klar.
Wenn ihr am Feld rumrennt, wollt ihr natürlich eine Airsoft haben, die gut in der Hand liegt, die gut zu spielen ist und einfach perfekt vom Handling ist und komplett ausgeglichen. Und eins kann ich sagen, das haben wir hier eigentlich komplett. Sie hat kein EBB, was dafür sorgt, dass ihr immer präziser schießen könnt, was dazu führt, dass der Akku nicht so schnell leer wird. Das ist einfach super. Die Gewichtsverteilung ist mega gut. Also wirklich, ich habe selten eine Airsoft in der Hand gehabt, die so gut von der Gewichtsverteilung her war, wie diese Airsoft hier, wie diese 5C. Top. Der Griff ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ergonomisch geformt, aber trotzdem schmiegen sich die Finger da herum. Und mit Handschuhen ist es sowieso immer angenehm. Egal, was man für einen Griff hat. Wichtig zu erwähnen, wenn ihr jetzt dicke Handschuhe anhabt, kann es sein, dass es da vorne vor dem Trigger und der Airsoft, also hier in den Zwischenraum quasi, ein bisschen enger wird. Da solltet ihr vielleicht darauf achten, dass ihr nicht die dicksten Handschuhe anzieht. Aber insgesamt ist sie wirklich mehr als nur solide und sie ist sowohl für Linkshänder wie auch für Rechtshänder geeignet, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, was es teilgleich noch mal ein Stück besser macht. Sie kriegt da 10 Punkte ohne Meckern und Murren, weil sie hat sich diese 10 Punkte wirklich verdient. Wir haben mal nachgekront, weil Begadi hat es ja mit 1,3 Joule angegeben. Wir sind auf 1,44 Joule gekommen. Klar, ein bisschen Abweichung ist immer im Vergleich zu dem, was sie angeben. Jedes Modell ist ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen war es immer sehr konstant bei etwa 1,44 Joule. Plus, minus ein bisschen was. Ihr seht es hier irgendwo eingeblendet. Neben mir, über mir, unter mir, irgendwo halt. Müsst ihr mal die Augen aufmachen. Reichweitentechnisch ist sie auf jeden Fall wirklich sehr gut dabei. Dafür, dass sie eigentlich einen doch ziemlich kurzen Lauf hat, ist es absolut Bombe, das Schussergebnis. Auch von der Präzision her. Kaum Ausreißer und immer ziemlich präzise. Deswegen kriegt sie auch 9 Punkte von uns. So, jetzt sind wir hier am Endfazit angelangt und was soll ich sagen? Sie ist durchweg solide. Ihr könnt sie kaufen, ihr macht auf jeden Fall überhaupt keinen Fehler. Gibt kaum was zu meckern. Zwei Sachen, die ihr beachten müsst, gibt es aber trotzdem. Der Motor wird ziemlich heiß von VFC. Das ist aber schon immer so bei mehreren Modellen, bei verschiedenen Modellen. Kauft euch da definitiv einen neuen. Ist besser, weil so heiß wie der wird, das ist nicht mehr gesund. Auch der Griff unten hat ein Problem. Und zwar der Motordeckel, der wird immer recht locker. Da kann es passieren, dass der sich löst oder komplett ausbricht. Bessert da definitiv nach. Das sind zwei Sachen, die ihr kaufen müsst. Also es kommt dabei 40, 50 Euro raus und dann werdet ihr da nie wieder Probleme haben und ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Sie hat sich dadurch, dass sie komplett überall allrounded eigentlich 9 Punkte verdient und ich denke, damit kann man das Video jetzt auch beenden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da, ein Abo, einen Kommentar, was man sonst noch so machen kann und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein! Are you listening? Damn.